bin Carola Kroll. Ich arbeite bei der Stiftung Digitale Chancen. Wir arbeiten seit 20 Jahren im Bereich Digitalisierung und aktuell bewegen wir uns im Thema ländliche Räume und Digitalisierung. Und mitgebracht habe ich heute unter anderem den Dr. Matthias Berg vom Fraunhofer IESE, jemand, der sich ebenfalls sehr stark mit ländlichen Räumen und Digitalisierung beschäftigt. Wir haben das so aufgeteilt, dass ich zunächst anfange und ein wenig von einem speziellen Dorf berichte. Dann wird der Matthias euch ein wenig die digitalen Lösungen, die Fraunhofer IESE im Projekt Digitale Dörfer entwickelt hat, vorstellen. Und dann gehe ich nochmal spezifisch darauf ein, wie das hier bei uns in Niedersachsen läuft. Wir starten, wenn meine Präsentation weiterklickt. Jetzt. Wir starten im Jahr 2018, denn am Anfang war das eine Dorf Bremke. Bremke liegt hier in Südniedersachsen, so ziemlich südlich, weiter geht es nicht. In Bremke wohnen knapp 900 Personen in 300 Haushalten und Bremke hat dank 39 Freifunkroutern eine größere Freifunkdichte als die Kreisstadt Göttingen. Und im Dorf Bremke sind verschiedene Menschen, und ich habe sie euch einmal gleich mitgebracht, auf die Idee gekommen, dass es doch ganz toll wäre, wenn das Dorf Bremke digitaler und damit auch vernetzter wäre. Das Ganze ist schon etwas vor 2017 passiert. Quatsch, vor 2018, nämlich schon 2017, aber 2018 sind wir mit einem gemeinsamen Projekt gestartet. Initiiert wurde das von verschiedenen Ehrenamtlichen aus dem Dorf, der Ortsbürgermeisterin, Vereinsvorständen, der Pastorin und so weiter. Wir haben damals mit einem Co-Creation-Ansatz gearbeitet, um digitale Lösungen vom Dorf für das Dorf zu schaffen. Und jetzt stelle ich euch einmal die Hauptakteurinnen dieses ganzen Projektes vor. Das ist Karin Jürgens, die Ortsbürgermeisterin. Die wünscht sich eine App und einen digitalen Schaukasten, um schnell alle Menschen im Ort erreichen zu können. Und wenn ich sage, dass sie sich das wünscht, dann sage ich das immer aus der Perspektive 2018. Denn das, was wir im Projekt erreicht haben, stellen wir euch ja gleich noch einmal vor. Das ist Heiko. Heiko hat in Bremke die Freifunkinitiative gegründet und inzwischen gibt es wirklich im gesamten Dorf freies WLAN. Er hat das aus zwei verschiedenen Gründen so vorangetrieben. Zum einen sind 2015 syrische Menschen, die auf der Flucht waren, nach Bremke gekommen. Und er hat sofort als allererstes gesagt, die müssen auch von überall schnell ins Internet kommen und Menschen erreichen. Und das hat im Dorf großen Anklang gefunden. Und vor allen Dingen wollten die Jugendlichen sich abends auch mal irgendwo treffen, am Dorfladen zum Beispiel, und da auch im Internet surfen. Bremke liegt in so einem kleinen Tal, da ist nichts mit Mobilfunk, deswegen Freifunk. Das ist die Pastorin Insa. Leider ist die Kreuzwegkirchengemeinde aktuell ohne Pastorin. Damals war sie die Pastorin und sie wünscht, hat sich ein vernetztes Dorf gewünscht. Dieses Bild ist übrigens entstanden, als wir auf der Landpartie unter dem Gleichen, ein Fest der Gemeinde Gleichen, einen gemeinsamen Stand mit der Kreuzweggemeinde gemacht haben, vom Projekt aus, um zu zeigen, wie man analog und digital verbinden kann, um Spenden zu sammeln. Damals haben die von der Gemeinde, von der Kirchengemeinde Geld gesammelt, um die Kirchturmuhr auf der Kirche in Bischhausen, einen der Dörfer in der Gemeinde, neu restaurieren und finanzieren zu können. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Fotos gemacht, wie jemand seinen Kopf durch diese Kirchturmuhr steckt, diese dann ausgedruckt und für eine Spende als Button an die Menschen abgegeben. Das hat großen Anklang gefunden und die Leute haben gemerkt, dass man eben auch mit traditionellen und eher moderneren Methoden sehr, sehr schön sein Engagement voranbringen kann. Das ist Horst. Horst ist der Leiter der Waldbühne in Bremke. Das ist die Freilichtbühne. Und er möchte mit seinen Nachbarn in Kontakt bleiben und sich auch insgesamt mit dem Dorf digital vernetzen und Informationen austauschen. Das ist Silke. Silke ist die Vorsitzende des Dorfladenvereins und auch im Dorfladen tätig. Und sie fände es total toll, wenn die Leute demnächst statt per App, nein, statt per Telefon per App ihre Brötchen bei ihnen bestellen können. Weil man nämlich nicht immer am Telefon die auch und dann aufschreiben muss, sondern wenn man das vielleicht gleich digital lösen kann. Und dann sonntags genau die richtige Menge Brötchen im Laden vorhanden sind. Das ist Jörg. Jörg ist der Vertreter der Unternehmen im Projekt und er wünscht sich nachhaltige Lösungen für das Dorf. Und zwar nachhaltig auf der kompletten Ebene, ökologisch nachhaltig und sozial nachhaltig. Das ist Carsten. Carsten ist der Ortsbrandmeister und er sagt ganz klar, unsere Zukunft in Bremke muss digitaler sein.
Jetzt kommen wir ins Spiel vom Projekt. Wir sind Carola und Ninja von der Stiftung Digitale Chancen und unsere Kollegin Ellen vom Haus Kirchlicher Dienste. Und wir wollten Bremke dabei helfen, ein digitales Dorf zu werden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das haben wir anhand eines Co-Creation-Prozesses gemacht. Und wir haben angefangen damit, dass wir das Dorf befragt haben, was braucht ihr eigentlich? Wo drückt der digitale Schuh? Und aus dieser Umfrage haben wir einen Anforderungskatalog erstellt und dann geschaut, was können wir jetzt machen? Und wir sind dabei darauf gestoßen, dass es schon verschiedene Angebote gibt, dass wir also nichts komplett neu für dieses Dorf Bremke entwickeln müssen. Und dann kommen die Kollegen vom Digitale Dörfer-Team beim Fraunhofer IESE ins Spiel. Die haben nämlich die Lösungen schon parat, um aus Bremke und eigentlich aus jedem anderen Dorf ein digitales Dorf zu machen. Und an der Stelle übergebe ich jetzt mal an den Matthias Berg, denn der stellt euch die Lösungen, die das Digitale Dörfer-Team entwickelt hat und die wir jetzt auch anwenden, einmal vor. Super, danke dir. Hallo in die Runde auch von meiner Seite. Richtig, das hat Carola schön übergeleitet. Eine Feststellung, die dieser Tage häufiger stattfindet, ist, das muss man gar nicht neu entwickeln, das ist ja schon längst da. Und verschiedene Funktionalitäten, verschiedene Dienste, verschiedene Lösungen gibt es ja eigentlich schon, die relativ gut unsere Bedürfnisse abdecken. Und wie es aber dazu gekommen ist, dass es diese Lösungen im Endeffekt als digitale Dörferplattform gibt, da müssen wir tatsächlich ein kleines bisschen vor Bremke ansetzen und vorgleichen auch ansetzen, und zwar beim Projekt Digitale Dörfer, das entstanden ist in Rheinland-Pfalz im Jahr 2015, dort gefördert vom Innenministerium Rheinland-Pfalz zusammen mit Fraunhofer, fing es wirklich an als bedarfsorientiertes und partizipationsorientiertes Softwareentwicklungsprojekt. Also es ging wirklich darum zu sagen, wir müssen die Digitalisierung für den ländlichen Raum besser nutzbar machen, als das bisher der Fall ist. Die Smart City Ansätze sind schön und gut, aber die passen nicht so 100% in den ländlichen Raum. Und deswegen haben wir im Endeffekt mit diesem Projekt angefangen. Das lief dann als wirklich Kernentwicklungsprojekt in Rheinland-Pfalz bis Mitte letzten Jahres, bis Mitte 2021. Und in dieser Zeit haben wir uns unterschiedlichen Fokusthemen gewidmet. Das sind die klassischen Bereiche der Daseinsvorsorge in Teilen hier aufgeführt. Also sprich die digitale Dörferplattform, wie es heute gibt, die deckt ab Bereiche der Nahversorgung. Das war die erste Projektphase 2015 bis 2017, wo es erstmal darum ging, eine Bestellbar, also sagen wir mal einen digitalen Online-Shop für die Region, wo es quasi ein Matching aus regionalem Angebot und regionaler Nachfrage gibt, zu initiieren. Das haben wir gemacht, das haben wir getestet und haben dann auch mit der Lieferbar eine entsprechende App-basierte Lösung für die Lieferlogistik und deren Organisation anfänglich tatsächlich ehrenamtlich vor allen Dingen getragen, entwickelt. Wir haben dann in der ersten Phase und vor allen Dingen im Übergang in die zweite Phase relativ viel Schwerpunkt gelegt auf den Bereich Kommunikation, wo unterschiedliche Lösungen entstanden sind. Das fing an mit den Dorfnews, also wirklich einer blogbasierten, relativ technisch niederschwelligen Online-Informationsplattform für die Region. Das ist alles WordPress-basiert, was bei uns im Webbereich vorgehalten wird. Das ist eine WordPress-Seite, wo ich halt lokale Informationen, regionale Informationen bündeln kann, bereitstellen kann und wo halt auch eine breite Beteiligung durch ein relativ ausgefeiltes Management von Reporterinnen, Reportern, Redakteurinnen und Redakteuren vorgehalten wird. Ähnliches gilt für die Dorfpage. Da haben wir eher so eine klassische kommunale Webseite für kleinere Kommunen, wo es weniger dynamisch abgeht als bei den Dorfnews und halt auch mehr diese statischen Inhalte, was hat das Dorf, die Region zu bieten, vorgehalten werden. Aber sicherlich ein wesentlicher Punkt ist der Dorffunk, also sprich die App, mit dem Schwerpunkt Kommunikation. Digitale Schaukasten, das ist ein schönes Beispiel, um zu sagen, nein, man hat natürlich nie alles, was man braucht, sondern hier und da gibt es einfach Bedarfe, die mit der Zeit festgestellt werden und wo dann so eine Plattform es erlaubt, diese Lösungen nachzureichen. Verwaltung war noch ein Thema mit der Lösbar, ich sag mal so eine Art interaktiverer Mängelmelder, der eben zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung den Kontakt herstellt, und zwar in beide Richtungen und gleichzeitig auch intern in der Verwaltung dann Probleme gelöst werden können. Das alles sind kleine, technisch eher niederschwellige Dienste, die, sagen wir mal, nach dem Baukastenprinzip miteinander vernetzt sind, weil halt einfach nicht alles überall gebraucht wird.
Und genauso ist es auch dann, wenn wir jetzt auf die nächste Folie gehen und uns ein paar von diesen Diensten im Einzelnen anschauen, weil wie gesagt, in Bremke und später auch in Gleichen war klar, es wird nicht alles benötigt davon und es ist auch noch nicht alles da. Aber womit wir reingegangen sind, das ist einmal die Dorfpage, also wirklich die WordPress-basierte Webseite, wo halt der Schwerpunkt, wie gesagt, auf statischen Inhalten liegt. Was ist in der Gemeinde zu finden? Ne? Welche Vereine gibt es da? Was gibt es da für ein Angebot an Unternehmen? Wer ist da aktiv? Vor allen Dingen, welche Vereine sind da aktiv? Die können sich darstellen und eben nicht, wie das bisher häufig üblich ist bei kommunalen Webseiten, dann alle 5 Jahre mal eine Mail schreiben an die Verwaltung und sagen, könnt ihr bitte mal dieses und jenes aktualisieren, das kann ich also wirklich selber machen. Aber ich habe nichtsdestotrotz auch einen aktuellen Bereich, wo ich einen Veranstaltungskalender habe, über Termine in der Gemeinde informieren kann, über Veranstaltungen, die anstehen, aber auch aktuelle amtliche Meldungen, aber auch aktuelle interessante Beiträge aus der Zivilgesellschaft dann online stellen kann. Können wir gerne eins weitergehen. Wie gesagt, das Interessante ist, die Dienste sind miteinander vernetzt. Das heißt, all das, was auf Gleichen digital veröffentlicht wird, also alle aktuellen Meldungen und auch alle Veranstaltungen, kann ich mit einem Häkchen prinzipiell direkt an den Dorffunk in Gleichen weiterleiten. Das erscheint dann da im Bereich Aktuelles. Und das verdeutlicht auch schön, wie der Dorffunk gedacht ist, als Kommunikationszentrale in der Nachbarschaft, mit unterschiedlichen Funktionalitäten, Fokus von Anfang an wirklich auf der Interaktion unter den BürgerInnen, um Hilfe anzubieten, um auch Hilfe zu erbitten, also sprich Nachbarschaft hier ganz klar im Fokus gewesen. Das kann Hilfeleistung sein, das können Werkzeuge sein. Das sind aber auch de facto heute ganz viele Flohmarktartikel, wo man den Keller leer räumt, das mischt sich also ganz schön. Kommunale Informationen sind drin und fließen in diesem Fall über die Dorfpage ein, aber es ist halt auch als Sprungbrett für andere Lösungen, wie gesagt, noch weitergehend vernetzt, wenn wir noch eins weitergehen. Sieht man das anhand dieser unterschiedlichen Funkkanäle, die im Endeffekt die unterschiedlichen Funktionalitäten abbilden. Also der Plausch ist wirklich so der einfache, unverfängliche, offene Austausch der Leute untereinander. Das können offene Fragen in die Community sein. Das kann mal ein schönes Foto vom Sonnenuntergang sein. Das können verloren gegangene Haustiere sein, die darüber wiedergefunden werden oder eben auch nicht. Das Highlight waren bisher 2 Albino-Frettchen, die mit dem Dorffunk wieder, ich glaube, der Besitzerin zugeführt wurden. Kanäle Biete und Suche, wo genau das hinten dran steckt, was es sagt, heiß gewünscht und dann über die Jahre entwickelt, dann die Gruppenfunktionalität, wo ich sowohl private als auch öffentliche Gruppen einrichten kann, selbsttätig auch. Ein klassisches Beispiel hier ist der Verein, der mit der öffentlichen Gruppe so ein bisschen Werbung macht. Was ist zum Beispiel das aktuelle Sportangebot für die Leute, die sich für das Thema interessieren, und die geschlossene Gruppe dann vielleicht für den Vorstand. Wenn wir noch eins weitergehen, dann sehen wir hier eben genau diesen Punkt. Aktuelles und Termine kommen dann eben über eine angebundene Webseite rein, wo wir auch aktuell dabei sind, nicht nur die digitalen Dörferlösungen einzubinden, sondern zunehmend auch schon bestehenden Webcontent auf anderen Plattformen. Ein anderes Teil, was hier reinspielt, ist eben diese Lösbar, wo ich dann einen Kanal Sag's uns habe, wenn das vorgehalten wird, wo ich dann meine Meldung an die Verwaltung richten kann. Wir gehen noch einen Schritt weiter und kommen dann zum digitalen Schaukasten. Und das steht eigentlich mit Bremke digital und Gleichen digital sinnbildlich für das Konzept, das hinter den digitalen Dörfern steht. Und zwar diese Plattform mit den unterschiedlichen Diensten, die aus Entwicklungskontexten, aus Projekten im Endeffekt erschaffen wurden, die dann in diese Plattform einfließen und zum Angebot gehören und dann in verschiedenen anderen Projektkontexten weiterentwickelt werden, um neue Angebote angereichert werden, die dann aber auch wiederum der Gemeinheit und der digitale Dörfer-Community zur Verfügung stehen und von denen auch benutzt werden können. Und hier ist einfach das wunderschöne Beispiel der digitale Schaukasten, der in Bremke entwickelt wurde. Also sprich die Idee, wir brauchen hier das digitale Netzwerk, aber eben nicht nur auf dem persönlichen, individuellen Endgerät, sondern eben auch im öffentlichen Raum für alle zugänglich. Für die Leute, die vielleicht nicht so digital affin sind, für die Leute, die vielleicht noch einen kleinen Schubs brauchen, um sich darauf einzulassen, oder einfach das Ganze nicht nur in der Hosentasche zu haben, sondern irgendwo öffentlich zugänglich. Und so ist der Schaukasten entwickelt worden, in dem auch Veranstaltungshinweise und aktuelle Meldungen landen, die dann auf dem Bildschirm hier im Dorfladen, der auch einfach ein sozialer Treffpunkt und ganz, ganz wichtig ist, angezeigt werden. Gehen wir noch weiter.
Wir sind ja dabei, das Projekt auch auszudehnen von Bremke übergleichen hin zu digitale Dörfer in Südniedersachsen, wo Carola gleich noch ein bisschen was erzählen wird. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt eine Dorfnews für diese Region, für die vier Landkreise, die beteiligt sind, freigeschaltet. Das heißt, dass ich auch ohne Anbindung von einer bestehenden Webseite oder ohne eine eigene Dorfpage oder Dorfnews auch hier auf dieser Plattform, die für alle zugänglich ist, mit dem entsprechenden Account nach der Registrierung Beiträge erstellen kann, aktuelle Meldungen und Veranstaltungshinweise erstellen kann und die nicht nur im Web angezeigt werden, sondern auch in den Dorffunk in der jeweiligen Region und Gemeinde geschickt werden können. Und dann gehen wir noch ein zweiter zu den eher, sagen wir mal, mittelbaren, aber auch wichtigen Diensten und Lösungen, die mit so einem Projekt verbunden sind. Da sind wir aktuell an der Umsetzung einer Toolbox für Niedersachsen, in der es im Endeffekt auch darum geht, das ganze Wissen und Know-how, das drumherum angesiedelt ist und das wichtig neben den technischen Aspekten natürlich sehr wichtig für die Umsetzung von so einem Projekt ist. Ne? Wie mache ich Werbung? Wie organisiere ich mich? Wie vernetze ich mich? Was ist das Angebot? Wo sind die Unterstützungsleistungen? Das alles auch auf einer gut zugänglichen und schön aufgearbeiteten Seite als Toolbox für die Kommunen, die Interesse haben, anzubieten. Und damit bin ich, glaube ich, auch durch und Carola macht weiter mit ein paar Einblicken, wie das tatsächlich in der Umsetzung jetzt aktuell läuft. Ja, vielen Dank. Damit haben wir einmal die Lösungen, die wir jetzt hier von Bremke dann auf die Gemeinde Gleichen und jetzt in Südniedersachsen nutzen und umsetzen. Und in Gleichen war das so, dass wir von Anfang an in unserem Projekt mit geplant haben, dass wir von einem Dorf auf die Gemeinde gehen. Denn auch das sind die Erfahrungswerte vom Fraunhofer Jese. Je größer die Gruppe, je größer das Potenzial der Menschen, die mitmachen können, desto sinnvoller ist es, so ein Tool zu nutzen. Und in der Einheitsgemeinde Gleichen leben, ich meine, um die 8.000 bis 9.000 Personen auf 16 Dörfer verteilt. Und nachdem wir im März 2020, also vor ziemlich genau 2 Jahren, etwas früher als geplant mit dem Dorffunk gestartet sind, weil auch wir, wie alle anderen, natürlich von der Corona-Pandemie betroffen waren, und gemerkt haben, wann, wenn nicht jetzt, brauchen wir ein digitales Vernetzungstool, haben wir ziemlich schnell von den Leuten aus den Dörfern ringsherum gehört, wir wollen das auch. Bitte könnt ihr das für uns auch freischalten. Sodass dann im Juli 2020 die Gemeinde den Transfer beschlossen hat und auch zugesichert hat, das in Zukunft zu finanzieren und zu übernehmen. Wir haben also mit einem Arbeitskreis, mit VertreterInnen aus allen Dörfern gemeinsam überlegt, wie das aussehen kann, wie man vom Dorfverzeichnis zum Gemeindeverzeichnis kommt, also alle Einrichtungen, Organisationen, Vereine in der Gemeinde abbilden kann, welche Kategorien es braucht, um es zu sortieren und auch welche Regeln man sich vielleicht gegenseitig geben muss, damit das Ganze funktioniert. Das ist nämlich so aufgebaut, dass beliebig viele Menschen mitmachen können. Wir haben also einen Kreis von, ich glaube, inzwischen fast 40 Autorinnen, die sich auf den Seiten beteiligen können. Und um das in irgendeiner Form zu managen, hat sich Gleichen überlegt, dass sie ein Redaktionsteam haben möchten. Und wir haben die letzten Projektmonate genutzt, um diese Arbeit an das Redaktionsteam zu übergeben. Das Redaktionsteam besteht inzwischen aus 8 Personen, die sich aber nur 6 Stimmrechte teilen. Und jemand von der Gemeinde, aktuell der Gemeindebürgermeister, hat immer ein Vetorecht. Das heißt, die treffen sich regelmäßig und entscheiden über die Fragen, die an sie herangetragen werden. Leisten aber auch Unterstützung, wenn neue Leute sagen, ich möchte jetzt für mein Dorf Autor werden, ich möchte für Gellihausen Informationen eintragen, dann kann das Redaktionsteam zur Seite stehen, das Nutzerkonto freischalten, aber eben auch einmal zeigen, wie das funktioniert. Ich habe einmal aufgeschrieben unsere Erfolgsfaktoren, weil wir merken, dass das, was wir mit Bremke und Gleichen gemacht haben, eine unglaubliche Wirkung hatte und jetzt dann auch dazu geführt hat, dass wir das inzwischen in 4 Landkreisen machen. Wir sind mit einem unglaublich engagierten Dorf gestartet. Die hatten großes Interesse an digitalen Themen, die wollten das bei sich vor Ort umsetzen. Ich habe euch ja vorhin ein paar Akteurinnen und Akteure vorgestellt. Das Gleiche lässt sich auf die Gemeinde übertragen. Auch in Gleichen gibt es viele, viele Menschen, die viele tolle Ideen haben und die sagen, das brauchen wir. Und wir haben ja gesehen, der Gedanke von Karin Jürgens, der Ortsbürgermeisterin am Anfang, ich brauche einen digitalen Schaukasten. Ich will nicht mehr immer, ich bin ehrenamtlich als Bürgermeisterin tätig, ich will nicht 3-mal die Woche an mein analoges schwarzes Brett gehen und da was hinhängen. Ich will das von meinem Computer aus mit Copy und Paste machen und ich will alle mitnehmen. Ich kann viel mehr Menschen erreichen, wenn die es gleichzeitig aufs Smartphone kriegen, im Web nachschauen können und den digitalen Schaukasten im Dorfladen sehen.
Wir haben eben auch schon gesagt, die gute Internetverbindung hat sehr geholfen, dank der Freifunkdichte. Wir haben sehr, sehr eng mit den Menschen vor Ort zusammengearbeitet. Die haben uns ihr Feedback gegeben. Die haben aber untereinander mit den Leuten im Dorf gesprochen, haben das Feedback auch an uns herangetragen und haben dann die Informationen wieder zurück ins Dorf getragen. Und für mich ist das so ein Paradebeispiel, wie eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt funktionieren kann. Wenn auf beiden Seiten das große Interesse daran ist, so ein Projekt durchzuführen und auf Augenhöhe zu arbeiten. Und da unsere beiden Erfolgsrezepte an der Stelle ist wirklich der dauerhafte Projekt, der dauerhafte Austausch und die guten Kenntnisse, die wir uns in der Region aufgebaut haben, zu wissen, wenn die Leute von der Waldbühne sprechen, dem Freilichttheater, was sie dann meinen. Oder wenn die sagen, Gellihausen, Diemaden, wo die Dörfer dann ungefähr liegen. Und eben die Arbeit mit dem Co-Creation-Prozess, mit den Leuten wirklich zu schauen, was braucht ihr und wie können wir das umsetzen? Und ist das so in Ordnung? Passt das so? Und was können wir weiterentwickeln? Und dadurch hat sich eben dieses sehr, sehr hohe Transferpotenzial aufgezeigt auf die anderen Dörfer in der Gemeinde, aber auch auf andere Gemeinden. Und meine Kollegin hat das einmal sehr, sehr schön in einem Interview wiedergegeben. Wir haben das Gespräch über den Gartenzaun nicht verdrängt, sondern nur den Gartenzaun vergrößert. Am Anfang war nämlich so ein bisschen auch die Sorge, naja, wenn dann alles digital geht, was ist mit der Nachbarschaft? Im Prinzip hat sich die Nachbarschaft aber dadurch erweitert, um einfach ein weiteres Tool, um die gemeinsamen Dinge im Dorf zu besprechen und sich gegenseitig zu unterstützen und eben dann auch über das Dorf hinaus mit der Gemeinde in sehr gutem Kontakt zu bleiben. Und da hat, ich fand das ganz schön, der ehemalige Gemeindebürgermeister immer gesagt, wir sind ja zwangsverheiratet worden. So eine Einheitsgemeinde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die sind zusammengelegt worden, ob sie wollten oder nicht. Und das spürt man auch, ich glaube, 40 Jahre später immer noch. Das Ganze ist so erfolgreich, dass gleich in digital im vergangenen Jahr im Mai als digitaler Ort Niedersachsen ausgezeichnet wurde von der Digitalagentur des Bundeslandes und als einer von drei Nominierten in einer Live-Abstimmung im Dezember auch als digitaler Ort des Jahres ausgezeichnet wurde. Da sind wir stolz drauf, aber die Leute vor Ort sind mächtig, mächtig stolz drauf und freuen sich, dass diese digitale Plakette auf der Webseite ist, aber auch im Rathaus hängt. So, und ich habe ja eben schon angedeutet, der Matthias hat es auch angedeutet, das ist Niedersachsen. Aktuell konzentrieren wir uns auf Südniedersachsen, auf vier Landkreise. Holzminden, Northeim, Goslar und Göttingen und wollen das Ganze hier in die Fläche bringen und auch noch einmal weiterentwickeln. Also auch hier genau schauen, was wollen die Leute vor Ort. Wir haben eine Umfrage gemacht und Weiterentwicklungsworkshops in verschiedenen Themenbereichen und alle diese Dinge fließen dann wieder in die digitale Dörferanwendung ein und können deutschlandweit von allen, die die digitale Dörferplattform und die verschiedenen Tools nutzen, verwendet werden. Da sehen wir einmal, im Oktober 2018 haben wir uns das erste Mal in Bremke getroffen, ganz engagiert. Wir dachten damals, man muss mal so ein Smartphone und ein Tablet und ein Handy oder ein Computer ins Bild halten, um auch zu zeigen, was wir wirklich machen. Das war unser erstes Pressefoto. Alle noch ein bisschen überwältigt von dem, was wir vorhaben. Und im September 2021, also fast genau 3 Jahre später, haben wir im Traditionsgasthaus Mutter Jütte in Bremke zusammengesessen und gefeiert, was wir alles erreicht haben und schauen da in sehr viele glückliche und zufriedene Gesichter, dass das so geklappt hat. Und jetzt einmal noch der etwas langweiligere Teil, der aber natürlich sein muss. Das Projekt Bremke Digital ist ein Kooperationsprojekt gewesen von der Stiftung Digitale Chancen und dem Haus Kirchlicher Dienste in Hannover und wurde im Programm Land Digital vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Und wir haben dann die digitalen Dörfer als Kooperationspartner mit reingenommen und haben eng mit den Menschen in Bremke und später in der Gemeinde gearbeitet. Bei dem Projekt Digitale Dörfer Niedersachsen ist es tatsächlich so gewesen, dass wir das Interesse aus Gleichen mitgenommen haben, aber auch aus den Nachbarkommunen gehört haben. Und zwar sowohl im Landkreis Göttingen als auch den Nachbarlandkreisen. Und dann über den Digitalrat Niedersachsen gegangen sind und gesagt haben, wir möchten so etwas gerne im gesamten Bundesland machen. Niedersachsen hat gesagt, das ist schön, aber wir möchten gerne schauen, wie funktioniert das? Wir können nicht einfach sagen, wir stellen die Dorffunk-App zur Verfügung und alle nutzen das, sondern so eine Begleitung ist toll. Und wir haben ja eben auch schon die Toolbox unter anderem vorgestellt, etwas, was wir in diesem Projekt entwickelt haben, um vielen Menschen diesen Einstieg in die digitale Welt der digitalen Dörfer zu erleichtern. Gefördert werden wir hier vom Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung. Arbeiten da eng mit dem Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig zusammen und mit einem Projektbüro in Südniedersachsen.
Hier sind dann die Projektpartner die Digitalen Dörfer vom Fraunhofer IESE und die Stiftung Digitale Chancen. Wir haben einen Projektbeirat, der das gesamte Projekt begleitet und arbeiten in den 4 Landkreisen, die ich eben schon genannt habe, auch wieder eng mit den Kommunen, den Vereinen, den BürgerInnen und vielen Menschen im Ehrenamt, aber auch in der Verwaltung zusammen. Und hier einmal nur kurz der Vollständigkeit halber unsere Kontaktdaten. Die Chris hatte das ja eben schon gesagt, die Präsentationen stellen wir gerne im Nachgang auch zur Verfügung und dann können Sie sich gerne jederzeit bei uns melden, wenn Sie Fragen haben.